Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen stellt sich die Frage, wird Deutschland ähnlich unregierbar, wie es Frankreich derzeit schon ist? Wir haben eine extreme Aufspaltung der Gesellschaft in teilweise sehr links und teilweise sehr rechts. Und insgesamt kann man konstatieren, dass die veröffentlichte Meinung in den Leitmedien, vor allem der öffentliche Rundfunk, aber auch die maßgeblichen Zeitungen dieses Landes nicht mehr wirklich, hat man das Gefühl, die Meinung der Bevölkerung irgendwie repräsentieren. Da gibt es eine ziemlich erhebliche Lücke. Und jetzt ist die Frage, wird dieses Wahlergebnis, das zeigt, dass Deutschland eben ein echtes Problem hat und bekommt, wird dieses Wahlergebnis auch an den Finanzmärkten Folgen haben, bei einem DAX etwa, der von Allzeithoch zu Allzeithoch gestiegen war in den letzten Tagen, und das, obwohl die Wirtschaft immer schwächer wird, obwohl das irgendwie nicht zusammenpasst mit den ökonomischen Realitäten. Jetzt sehen wir, dass die politischen Realitäten schwieriger werden. Der Staat wiederum, der immer mehr sich zu einem Nanny-Staat entwickelt, versucht, die Bürger zu beruhigen, versucht, sich immer weiter aufzublähen. Damit verschärft er das Problem, denn die Unproduktiven werden mehr und die Produktiven werden weniger. Genau das ist eines der zentralen Probleme. Wir versuchen, diese Spaltung, diese Spannungen zu lösen, indem wir letztendlich mehr Staat, mehr Steuern, mehr Regulierung machen, statt zu sagen, Leute, wir müssen mutig sein, wir müssen jetzt mal Risiken in Kauf nehmen, müssen deregulieren, müssen auch mal andere Meinungen zählen lassen, ohne sofort mit der Keule auf die Leute draufzuschlagen und zu sagen, das ist ja Nationalsozialismus, was ihr hier propagiert. Ich weiß, schwierig, aber wir wollen uns die Gemengelage mal am US-Feiertag anschauen, startend mit dem DAX, der ja von Allzeithoch zu Allzeithoch gestiegen war. Die Frage ist, ist das jetzt vorbei? Wir hatten ja Anfang August diesen starken Rücksetzer. Dann mal eben 2000 Punkte nach oben und das trotz schwacher Wirtschaftsdaten. Industrie vor allem stürzt weiter ab. Der Service-Sektor kühlt ab, wie jetzt die Einkaufsmanager-Indizes gezeigt haben. Die Arbeitslosigkeit steigt auf ein 3,5-Jahres-Hoch. Also das ist ja alles noch in einer Situation, wo es uns noch vergleichsweise gut geht, nämlich der deutschen Bevölkerung. Klar, im Osten gibt es abgehängte Landes- oder Landstriche. Da ist gar keine richtige Infrastruktur mehr vorhanden. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten eine echte Wirtschaftskrise. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also wir leben fast noch in der besten aller Welten und trotzdem haben wir diese massive Aufspaltung. Das fällt auch dem Ausland auf. Wir haben hier mal, oder ich habe hier mal ein paar Headlines von Bloomberg, Historic Popular Search und so weiter. So die Headlines. Die Frage ist, wird das auch bei Investoren ein bisschen Eindruck hinterlassen, die sich sagen, naja, Deutschland hat ja im Prinzip den Euro garantiert. Man hat ja gesagt, gut, der Euro ist ja faktisch gedeckt, weil Deutschland dahinter steht, und hat dann eben akzeptiert, dass Länder wie Frankreich sich irgendwie maßgeblich verschulden. Man hat die Griechenland-Krise überwunden. Wenn allerdings das Dickschiff, das ökonomische und bevölkerungstechnische Dickschiff in Europa, Probleme bekommt, dann könnte das durchaus Konsequenzen haben. Wahl in Sachsen, war es das jetzt mit der Ampel in Berlin? So fragen viele Medien. Und hier scheint schon erste Absetzbewegungen der Fall zu sein. Wolfgang Kubicki, der sagt, Ampel hat ihre Legitimität verloren und schadet dem Land, aber auch vor allem der FDP. Klar, jener Kubicki, der kürzlich noch bei dieser Mitgliederbefragung geworben hat, dass man in der Ampel bleibt, weil man sich ja nicht aus der Verantwortung stehlen müsse. Aber viele fragen eben, naja, ihr habt eine Politik ermöglicht, die offenkundig eine Art Deindustrialisierung nach sich zieht, eine Schwächung im Mindesten der Wirtschaft in Deutschland nach sich zieht mit diesem Diktat der CO2-Freiheit. Christian Lindner sieht es anders und sagt, wir machen einfach weiter und wahrscheinlich wird das auch so passieren. Aber es ist natürlich hier jetzt doch ein gewisser Riss in dieser Koalition erkennbar. Gestern auch bei den Aussagen von maßgeblichen Politikern, die eben vor allem auf die FDP eindreschen und so weiter. Die FDP wiederum drischt auf die anderen ein. Also man sieht, da ist ziemlich Flasche leer. Bisschen was in der Flasche war noch bei Ricarda Lang, die eben auch ein Teil dieser, wie soll man sagen, ideologischen Ausrichtung der deutschen Politik ist, die dann den Leuten nicht mehr passt, woraufhin aber die Medien sagen, naja, ihr wählt jetzt eine Partei, die rechtsextrem ist, und es gibt sicherlich Rechtsextreme, aber es ist eben so, dass
die Leute offenkundig keine Alternative sehen. Und das ist die Gefahr, die jetzt besteht, dass wir auf der einen Seite eben eine permanente Radikalisierung auf beiden Seiten sehen und damit auch die Kommunikation zwischen diesen Seiten nicht mehr möglich ist. Es sind mit Sicherheit viele Leute nicht rechtsextrem, auch bei den Politikern der AfD. Mit denen kann man reden, mit denen muss man reden. Es ist ein erheblicher Teil der Wähler, den sie hier zumindest repräsentieren. Und dementsprechend ist es schwierig, eben sofort hier zu sagen, Brandmauer, Brandmauer. Es wird nicht anders gehen, als möglicherweise auch diese Leute mal ans Ruder zu lassen, zumindest in die Mitverantwortung zu nehmen, um zu gucken, ob sie was zustande bringen. Wenn nicht, dann hätte sich das ganze Problem eh erledigt, weil dann würden die Leute sehen, die haben keine Antworten, die sind nur dagegen. Dementsprechend wird sich das Phänomen schnell erledigen. Hier sehen wir mal, meine Damen und Herren, was eines der Grundprobleme ist, warum wir jetzt auch politisch so ein bisschen in Schlingern kommen, weil eben die Produktivität nachlässt in der Eurozone, in den Ländern hier Europas. Das hat mit Demografie zu tun, das hat aber auch mit Migration zu tun. In Deutschland zum Beispiel ist die Produktivität pro Kopf gesunken. Das heißt, wir werden immer uneffektiver, könnte man sagen. Und deswegen kommt der Ruf nach dem Staat. Wir sehen hier immer mehr Beschäftigte jetzt in staatsnahen Sektoren, immer weniger in der Industrie, die uns ja diesen Wohlstand ermöglicht hat, diese hochbezahlten Jobs in der Industrie, in der Autoindustrie, wo so viele Zulieferer dranhingen, die auch ordentliche Löhne bezahlt haben. Ich habe als Student mal bei Daimler gearbeitet in den Semesterferien. So viel Geld habe ich damals, oder das war für mich damals wahnsinnig viel Geld, was man damals verdienen konnte, weil die einfach gut bezahlt haben. Etwa ein Drittel der Leute, die dort arbeiteten, voll beruflich dort arbeiteten, waren eigentlich überflüssig. Die haben nicht viel gemacht, muss man sagen. Das nur am Rande. Aber nochmal zurück zu dieser Staatsquote. Hier sehen wir das mal in Europa. Frankreich mit der höchsten Staatsquote in Europa. Wir sind auch auf dem Weg in die Spitzengruppe. Also die Tendenz, wenn Sie das mal vergleichen, zwischen 2001 und 2021, innerhalb von 20 Jahren, ist praktisch bei allen Staaten die Staatsquote maßgeblich gestiegen. Also die Staatsausgaben als Anteil des BIP. Das ist eines der ganz, ganz großen Probleme in Europa. Man glaubt, die Lösung für diese Probleme sei der Staat. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staat ist tendenziell das Problem. Das sehen wir speziell in Deutschland. Was wir bräuchten, wäre einen schlanken, effizienten Staat, der gleichwohl für Gerechtigkeit sorgt, aber ohne sich überall einzumischen, der den Leuten die wirtschaftliche Freiheit lässt, der vor allem wirtschaftliche Freiheit befördert und nicht behindert durch bürokratische Überwucherung. Genau das ist ja in Deutschland eines der Probleme und ein, wie soll man sagen, Apologet dieser Regierung, dieses Beamtenapparats, der immer mächtiger wird, ist Marcello Fraccherino, aller meiner allerbesten Freunde, der eben hier eine Einschätzung gleich mal gebracht hat im DIW und wie Diego Fasnacht aus meiner Sicht richtig sagt, Dinge bringt, die nicht zueinander passen, extrem neoliberale Wirtschaftspolitik, Protektionismus, Abschottung von Europa, da sehen wir eben solche Leute, die eingeladen werden in Talkshows, die das große Wort führen, die möglicherweise auch Einfluss bei Scholz haben, die von Wirtschaft aus meiner Sicht keine Ahnung haben. Was die betreiben, ist Ideologie, die sozusagen auf Wirtschaft übertragen wird. Das ist aus meiner Sicht keine Ökonomie, was da passiert. Und dann sehen wir, dass eben auch die deutschen Medien eine starke Rolle hier spielen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass X in Brasilien praktisch gesperrt wurde. Das in einer Situation, in der Brasilien sich ja sehr stark unter Lula jetzt wieder China zuwendet, Russland zuwendet, eigentlich nicht wirklich ein Buddy der westlichen Politik, muss man sagen, aber dennoch gilt der als gut, gilt der als wunderbar, sagt man, naja, es müsse doch die junge brasilianische Demokratie geschützt werden. Faktisch ist es eben so, dass hier Meinungsfreiheit komplett eingeschränkt wird. X ist eine Plattform, auf der Linke wie auch Rechte posten können. Es ist nicht nur rechts, nicht nur links, es ist eben ein Abbild der Meinungen und Strömungen. Wenn ich aufhöre, das zuzulassen, sondern es verbiete,
dann habe ich ein Riesenproblem, das ich bekämpfen will, mache ich damit größer. Bill Ackman, der US-Investor, hat gesagt, okay, wir werden nicht mehr in Brasilien investieren, und das wäre die richtige Antwort. Wir haben hier also eine vermeintliche gutartige Regierung mit Lula in Brasilien, der letztendlich eine linke sozialistische Politik betreibt, während wir auf der anderen Seite hören aus den deutschen Medien und der deutschen Politik, Milei in Argentinien ist böse, der versucht, die furchtbaren Folgen dieser sozialistischen Politik zu heilen, wenn man so will. Und die Grünen, wie Renate Künast, findet das gut. Ja, dann machen wir halt X in Europa auch noch zu. Die kann empfindliche Strafen verhängen, nämlich die EU-Kommission. Und dann hätte man auch vielleicht so ein bisschen endgültig das Monopol der veröffentlichten Meinung in den öffentlich-rechtlichen Medien und den Leitmedien. So sehen wir zum Beispiel im ZDF. Kamala Harris kompetent, schlagfertig, nicht weiß, was wirklich schon am Rande dessen ist, finde ich, was noch okay ist. Das ist ja fast schon ein gewendeter Rassismus sozusagen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Frau, die von der Hamas ermordet wurde, von diesen 6 Geiseln, die ermordet wurden, da haben wir in deutschen Medien nur gelesen, ja, tot aufgefunden, faktisch sind die ermordet worden. Also auch hier kein Klartext. Hier wird vor allem auch von der Bundesregierung nichts gemacht, denn diese eine Frau hier hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist also eine deutsche Staatsbürgerschaft. Elendes Schweigen, während in den USA sofort der Tod dieses einen Mannes, der eben die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, ein Riesenthema war. Wir dagegen, die deutsche Bundesregierung schweigt. Also es sind alles solche Dinge, die mich wirklich stören, die, finde ich, verstörend sind. Ebenso wie die ideologische Positionierung in den öffentlich-rechtlichen Medien, mal hier am Beispiel des Presseclubs. Alle in Richtung links Sozialstaat, aber vor allem eben in Richtung Wohlfahrtsstaat, der dann sich wundersamerweise finanzieren kann, während man gleichzeitig die Grenzen offen lässt. Das war der Punkt sozusagen von Sarah Wagenknecht, der offenkundig vielen eingeleuchtet hat. Was etwa Dänemark macht, ist ein Sozialstaat, aber der kann nur funktionieren, wenn du nicht eine Einwanderung in den Sozialstaat hast. Das ist das große Thema, das müsste man den Leuten einfach offen sagen. Entweder ihr habt die Migration, und wir brauchen ja auch Migration, allerdings von Fähigen, von Leuten, die uns wirklich helfen, und nicht von Leuten, die einfach versuchen sozusagen hier ins Bürgergeld zu fliehen. Das ist so ein bisschen das Thema, diese gesellschaftliche Spaltung, die durch die Medien noch größer wird, indem viele Leute nicht eingeladen werden, die kompetent sind im Energiebereich, etwa ein Fritz Fahrenhold, während eine Ulrike Herrmann, die eine sozialistische Ökodiktatur letztendlich vertritt, eingeladen werden. Da muss man sich schon fragen, ist das noch einigermaßen eine Repräsentanz der Bevölkerung? Und das gilt dann auch für KI-Systeme, by the way. Man hat jetzt mal untersucht, 24 große Sprach-Language-Models, darunter ChatGPT. Alle haben einen linken Bias. Die werden also sozusagen teilweise so ein bisschen in diese Richtung gepusht. Es gibt keine neutrale KI. Es gibt nur KIs, die letztendlich das Mindset ihrer Schöpfer mittragen. Und wenn wir nochmal zu dieser Überwucherung des Staates kommen, dann sehen wir das übrigens auch in den USA. Hier haben wir mal die Job Openings. Government versus Private. Private geht zurück, Government geht weiter nach oben. Also es ist so der Versuch, dass der Staat irgendwie diese Differenzen auffangen könnte, und das hat auch China versucht mit der Abwendung sozusagen wirtschaftlicher Freiheit, Pushen von Staatskonzernen. Hier sehen wir das Resultat in vor allem dem Niedergang der Industrie in China, dazu noch diese Immobilienblase. Also hier diese, wie soll man sagen, dass China jetzt solche Probleme hat, liegt auf der einen Seite am Platzen der Immobilienblase, auf der anderen Seite eben an den falschen Prioritäten, die unter Xi Jinping gesetzt werden. Immer mehr Kontrolle, immer mehr Vorschriften, immer mehr Regularien. Das gilt jetzt auch und will jetzt auch offenkundig den gesamten Immobilienbereich überziehen. Jetzt soll nämlich offenkundig dokumentiert werden, welche Materialien genau verwendet werden, der CO2-Verbrauch einer Immobilie. Also
diese totale Überwucherung mit der Demokratie. Immerhin hat von der Leyen jetzt gesagt, wir brauchen Erneuerbare und Atomkraft und wahrscheinlich ist das so. Die Mischung würde eigentlich vernünftig sein. Lasst uns doch mal diese ideologischen Grabenkämpfe weg und lasst uns vernünftige Lösungen, und da wäre Erneuerbaren in Kombination mit Atomkraft wahrscheinlich die vernünftigste Lösung, zumal wenn wir irgendwie an dem KI-Boom, dessen Dimension ich bezweifle, aber der ja in Teilen der Fall ist, zumindest was jetzt investiert wird in Datacenters, das ist gar nicht mehr darstellbar. Derzeit mit der Strominfrastruktur, die wir in Europa haben, in Irland etwa flackern die Lichter, weil dort besonders viele Datacenter errichtet werden. Irland war das Land mit der geringsten Staatsquote. Da wird investiert, erstaunlicherweise. Also wir sehen, wie hier Ideologie, Politik, dieses Zusammenspiel, Finanzmärkte, und ich bin gespannt, wie jetzt diese Märkte am heutigen US-Feiertag reagieren. Normalerweise wird sich ja um 10, 11 Uhr schlafen gelegt, aber das kann heute vielleicht anders sein. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zunächst noch vielleicht die Ansage, das Markeflüster heute Abend in zwei Teilen. Alles bleibt kostenlos. Nur der erste Teil läuft bei Finanzmarktwelt auf dem YouTube-Kanal. Der zweite Teil bei Gvestor, das ist ein anderer YouTube-Kanal. Ich werde den Link Ihnen posten, sodass Sie dieses Video sehen können. Bleibt für Sie kostenfrei. Wir verdienen Geld, je mehr Leute es gucken. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn Sie das auch tun. Das sage ich ganz offen und transparent, aber gebe jetzt noch drei Empfehlungen. Goldpreis-Rally vor dem Ende. Der September ist normalerweise nicht der beste Monat für Gold. Im Gegenteil, erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Diese Rally ist einzigartig, aber auch vielleicht gefährlich. Warum, wieso, weshalb? Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung: Nvidia ist am Wachstumsgipfel, kommt in diesem Monat jetzt die Korrektur. Also diese drei Empfehlungen. Wir sehen uns heute Abend. Ich sage Servus, ciao.